Ich begrüße euch zu meinem 12. Themenvideo aus der Reihe Denk mal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Baustellen. Es ist jedem bekannt, dass alles, was einmal gebaut wurde, auch gewartet, instand gehalten und hin und wieder auch repariert werden muss. Soweit sind Baustellen nachvollziehbar. Müssen aber Baumaßnahmen immer zwingend eine Behinderung der Verkehrsteilnehmer bedeuten? Manche Baustellen sind so groß, dass sie den Ablauf ganzer Städte über einen langen Zeitraum, nicht selten über mehrere Monate, beeinträchtigen. Auf manchen Autobahnen sind Baustellen, die über mehrere Monate, teilweise mehrere Jahre, den Fahrbetrieb blockieren. Ist das wirklich erforderlich? Blicken wir mal über den Tellerrand. In anderen Ländern sieht man, obwohl die Arbeiten gewiss nicht weniger sind, dass man als Verkehrsteilnehmer Baustellen weniger häufig zu sehen bekommt. Aber woran liegt das? Die Organisation in Ländern wie Dänemark und der Schweiz zeigen Möglichkeiten auf, dass die Sichtbarkeit von Baustellen eher eine Ausnahme darstellt. Eine Baustelle wird oft am selben Tag beendet, an dem sie auch begonnen wurde. Unter Umständen wandert eine Baustelle eine Straße entlang, sollte eine ganze Straße bearbeitet werden müssen. Abschnitte werden schnell beendet. Bei uns sieht man hingegen, dass Straßen zwar kilometerweit aufgerissen werden, somit lange Sperrungen verursachen, dennoch nur abschnittweise bearbeitet werden. Tagelang sind Straßen abgesperrt, ohne dass nur ein Arbeiter auf einer Baustelle zu sehen ist. Um es in Deutschland etwas besser zu organisieren und weniger Bürger oder Verkehrsteilnehmer zu behindern, sollten Baustellen erstmal kleiner sein und nicht über mehrere Kilometer Länge ausgeweitet. Wenn auch nicht immer umsetzbar, sollte als Faustformel gelten, dass die Größe einer Baustelle maximal so lang sein darf, um nach 3 Tagen beendet werden zu können. Mehrtägige Phasen, an denen Baustellen offen sind, aber nicht gearbeitet wird, darf es nicht geben. Also wenn eine Baustelle am Wochenende offen ist, ist auch an diesem Wochenende zu arbeiten, anstelle durch eine Sperre andere zu behindern. Wenn eine Baustelle beendet ist, dann kann im Anschluss die nächste eröffnet werden. Nacheinander, anstelle alles gleichzeitig, stellt da weniger Beeinträchtigung dar. Um schnellstmöglich fertig zu werden, sollte im Straßenbau auch auf Nachtschichten gesetzt werden. Hauptsache ist, dass die Behinderung minimiert wird. Behindernde Baumaschinen können so zu Zeiten eingesetzt werden, wenn weniger Bürger einen Streckenabschnitt nutzen. Nur in Wohngebieten ist auf den Lärmschutz während der Nachtruhezeiten zu achten. Arbeiten ohne Lärmentwicklung sind auch in Wohngebieten nachts möglich. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg.